Fantastische Weihnachtstage, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet gestern bereits ein angenehmes Fest und auch tolle Geschenke erhalten oder einfach so natürlich auch eine tolle Zeit mit euren Liebsten gehabt. Heute soll es mal um ein sehr umstrittenes, aber trotzdem irgendwie extrem spannendes Thema gehen, und zwar der illegale Verkauf von Minecraft-Accounts. Vorab direkt mal eine Videofrage an euch, weil ich das Ganze immer sehr spannend finde, beziehungsweise eure Meinung immer sehr spannend finde. Würdet ihr selber Minecraft-Accounts von anderen Spielern abkaufen? Und falls ja, wie viel Geld würdet ihr da maximal ausgeben? Denn ich denke, bei den heutigen Summen, die ich euch zeigen werde, werdet ihr auf jeden Fall mehr als nur geschockt sein. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass Mojang dieses Geschäft auf jeden Fall streng untersagt und auch verbietet. Liked auch gerne das Video, um den netten Schleimi ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen, und lasst uns direkt einmal reinstarten. Es ist nämlich so, auf der Webseite Player Auctions haben Gamer auf der ganzen Welt und auch etlicher Videospiele die Möglichkeit, ihre scheinbar wertvollen Accounts zu verkaufen und legen da selber einen Preis fest. Dies funktioniert dann quasi wie eine Art Online-Marktplatz. Der User stellt seinen Account zum Verkauf frei mit einem, wie gesagt, Mindestgebot und einer Beschreibung, was ihn denn so angeblich wertvoll macht, und potenzielle Käufer können dann ein Gebot abgeben. Der das meiste bietet, offenkundig bekommt dann am Ende der Auktion diesen Minecraft-Account oder diesen Videospiel-Account. Wie gesagt, da kann man nicht nur Minecraft-Accounts kaufen oder verkaufen. Damit ihr euch das Ganze aber mal besser vorstellen könnt, hier mal ein kleines Beispiel. Ein User namens Cripe hat hier bis zum 3. Januar 2023 eine Aktion laufen, wo er seinen Minecraft-Account für schlappe $600 verkauft. Dieser Account ist seiner Meinung nach besonders, weil er auf dem Hypixel Server Level 152 ist und auch allgemein keine Bans hat und insgesamt 700 Millionen Coins besitzt oder der Wert sein soll. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das jetzt viel oder wenig ist. Ich habe da tatsächlich leider noch nie drauf gespielt. Es tut mir leid. In der Beschreibung steht dann auch nochmal, dass er selber kein Skyblock mehr spielt, also jetzt auf Hypixel speziell, und seine stundenlange harte Arbeit nicht einfach so verschenken möchte. Ah ja, da kannst du auf jeden Fall mal eben deinen Account für $600 verbraten. Alles klar, aber es gibt, wie ihr sehen werdet, trotzdem so Spezialisten oder Kandidaten, die da auf jeden Fall zuschlagen. Nach weiteren Recherchen im wundervollen Internet bin ich aber dann auf mehrere interessante und auch gleichzeitig sehr schockierende Sachen gestoßen. Erstmal an alle, die jetzt denken, wow, da haue ich meinen Account mal rein auf die Webseite und biete ihn dann zum Verkauf an. Achtung, Mojang untersagt dies auf jeden Fall, da es gegen die Terms of Services verstößt. Besitzer oder Owner sind natürlich nur die Leute, die den Account ursprünglich auch erstellt oder gekauft haben, damals offiziell bei Minecraft, und nur diese werden dann dementsprechend auch von Mojang supported. Sollten also irgendwelche Account-Probleme auftreten und Minecraft erfährt, dass ihr nicht der originale Besitzer seid, sondern diesen Account gekauft habt, könnt ihr auf Hilfe lange warten und werdet in meisten Fällen sogar noch gebannt. Wo mir aber richtig übel wurde, ist folgende Sache. Also nicht nur das Geschäft allgemein ist sehr, sehr fragwürdig, weil da sind auch Summen bis über $20.000 dabei, ist das hier. Also eine weitere Seite, die solche Auktionen führt. Ich fühle mich irgendwie schlecht, dass ich die Seiten hier teile. Bitte schaut da auf gar keinen Fall rein. Naja, ist auf jeden Fall die Seite PlayerUp. Bei allem Negativen, was ich zu solchen Auktionen und Seiten, die dies halt anbieten, sagen kann, muss man sie aber in einer kleinen Sache auf jeden Fall loben. Sie verhindern nämlich Scam. Der Account wird nämlich an die Owner der Webseite nach erfolgreicher Prüfung sozusagen verkauft. Eine Art Mittelman steht dann sozusagen zur Verfügung und anschließend dann an den Interessenten weitergegeben. So wird halt verhindert, dass der Account gar nicht existiert und Leute abgezogen werden. Was auch so schon schlimm genug ist alles, aber trotzdem irgendwo positiv. Weil trotzdem ist das alles nur Schmutz, und folgende Sache sollte die Meinung auch bei euch auf jeden Fall hervorrufen. Hier verkauft nämlich ein User einen Technoblade-Account, also von dem leider verstorbenen YouTuber, der ja eine absolute Legende ist, den jeder auch in der Minecraft-Szene kennen sollte. Diesen verkauft er einfach mal für schlappe $5.000, weil er den Gamertag Techno-Blade hat. $5.000 für einen Minecraft-Account ist schon wirklich schlimm genug, und da fehlen mir absolut die Worte. Aber dann noch mit dem Namen eines verstorbenen YouTubers Profit und auch Geld machen, das ist absolut krank. Und in der Beschreibung steht, dass er diesen Account einfach verkaufen möchte und damit Geld machen möchte. Es ist ja so nicht mal so, dass er das dann in die Krebshilfe spendet, was irgendwie noch cool wäre, aber trotzdem irgendwie alles irgendwie katastrophal wäre. Trotzdem, also da frage ich mich wirklich, ob es noch geht. Ich verstehe echt nicht, wie man sowas über sein Herz bringen kann. Unbeschreiblich. Also ich hätte, glaube ich, mein Leben lang ein schlechtes Gewissen, selbst wenn es ganz knapp wäre mit... Also sowas könnte ich wirklich nicht übers Herz bringen. Allgemein findet man hier aber auch Preise bis an die $10.000, was einfach unfassbar ist. Also das größte Kriterium hier sind meistens die Usernames, die dann irgendwie einen Gamertag beinhalten, der absolut selten ist und auch einmalig ist. Okay, jeder Gamertag ist irgendwo einmalig, aber wirklich irgendwelche Wörter oder Namen hat, die absolut krass sind. Oder halt natürlich Capes und auch Fortschritt, wie ihr eben gesehen habt, auf anderen Servern. Vor allem Capes, muss ich sagen, haben es den ganzen Spielern da draußen auf jeden Fall angetan, denn Accounts mit limitierten Capes, wie beispielsweise von der Minecon-Zeit, wo teilweise nur 3000 Spieler so ein Cape erhalten haben, gehen weg wie sonst was und werden hier wirklich täglich verkauft. Beim
Thema Capes schießen die Zahlen aber auch ordentlich in die Höhe, kann ich euch sagen, die wirklich unfassbar sind. Hier mal ein paar Beispiele, damit ihr euch das auch wieder besser vorstellen könnt. Der Minecraft-Account Dan the Awesome wird auf einen Wert von 15.000 Dollar geschätzt und das in Anführungsstrichen nur, weil er alle 5 Minecon-Capes besitzt. Es geht hier wirklich um einen Minecraft-Account, der 5 Capes hat, die natürlich limitiert sind und auch cool sind, und das ist dann einfach wirklich das Gerechtfertigte daran, dass der einfach 15.000 Dollar wert ist. Der Account Fox und Nobleman dagegen besitzen noch das sogenannte Cobalt Cape on top auf die Minecon Capes, die bei einem Level-Making-Wettbewerb irgendwie an die Gewinner gegeben wurde, also auch limitiert. Ich glaube, nur 13 Leute oder so haben das Cape bekommen. Der Wert hier wird auf knapp 25.000 Dollar geschätzt. Was, also, Freunde, das ist doch geisteskrank. Acryman One, den habe ich letztens in einem kleinen Short-Video von mir erwähnt, der die 1.000.000. Ausgabe von Minecraft gekauft hat und von Notch persönlich diese spezielle Cape hier erhalten hat, ist aber auch einer der wertvollsten Accounts weltweit und wird teilweise auf um die 50.000 Dollar geschätzt. Und das waren halt nur wenige Beispiele von vielen. Einfach nur, um euch mal kurz zu demonstrieren, was hier für ein unfassbar großer Schwarzmarkt existiert, von dem man vorher, ich jedenfalls, nichts geahnt hat. Ich möchte nur an der Stelle nochmal sagen, dass das alles aber illegal ist und es macht auch wirklich gar keinen Sinn und es ist einfach illegal, Minecraft-Accounts zu kaufen, also illegal zu kaufen und zu verkaufen, logischerweise. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Minecraft da anderweitig noch gegen vorgehen kann oder wird, aber spätestens dann, wenn du dein Account gekauft hast, illegal, und dieser dann nicht mehr supportet und im schlimmsten Fall auch noch gebannt wird, war es eh alles für die Katzen. Dann hast du teilweise, ich sag jetzt mal, 600 Dollar ausgegeben für einen Account, der dann nächste Woche gebannt wird. Also lass davon auf jeden Fall die Finger weg. Das macht, da kommt wirklich nur nichts Gutes bei raus. Aber ihr könnt ja trotzdem sehr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr so von Accounts verkaufen von irgendwelchen Spielen? Jetzt natürlich auch speziell auf Minecraft bezogen. Würdet ihr sowas kaufen, wenn jetzt einer zu euch kommen würde und sagt, hey, dein Account ist 10.000 Euro wert, würdet ihr den Account verkaufen und euch einfach neun erstellen? Das würde mich einfach mal interessieren. Eine sehr, sehr spezielle Frage, aber gerne mal in die Kommentare damit. Ansonsten, fantastisches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.